Na, schön. Danke. Das ist die Tamara. Tamara hat gesagt, sie will auf keinen Fall aufs Video. Und da habe ich direkt gesagt, Tamara, du wirst der Star meines Videos werden. Denn man muss sagen, du hast dir extra diesen Platz reservieren lassen. Der ist nämlich direkt am Eingang. Ich zeige dir mal gerade. Hier vorne ist der Eingang. Wir sind auf dem Camp auf der Adventure Southside, richtig? Adventure Southside in Friedrichshafen. Und du hast einen der schönsten GFK-Aufbauten der Welt, der wirklich so außergewöhnlich ist, dass man denkt, das ist ein Unterseeboot oder was ist das hier jetzt? Nee, das ist ein Pickup-Kabine, oder? Das ist ein Pickup-Kabine, ja, richtig. Und ist aus GFK, also ja, im Stück, ja. Warte, ich muss mal kurz übersetzen. Sie hat gesagt, das ist eine Pickup-Kabine und sie ist aus GFK, aus einem Stück, quasi Monocoque, oder? Ja, genau, Monocoque. Man muss sagen, sie hat noch gar keinen Alkohol getrunken. Das wird noch viel schlimmer, wenn sie mal ein Bier getrunken hat. Aber wir wollen eigentlich das Auto und die Kabine zeigen. Tamara, was ist denn los? So, komm. Jetzt werd doch mal seriös. Ihr habt hier einen Hilux. Der Hilux ist das perfekte Fahrzeug dafür, oder? Perfekt, ja. Man muss sie nicht auflasten. Und ein 2,8 Liter, super. Der große Motor. Der große Motor, ja. 1,5 Kabiner, die Kabine sitzt perfekt auf dem Hilux. Ein super Fahrgefühl. Was ich total krass finde, ist der Platz, den du da drin hast. Das sieht von außen so klein aus, oder? Geh nur rein und schau dir's an. Ja, das machen wir nochmal. Da ist die GFK-Kabine. Preis von der Kabine, was hast du bezahlt? Ungefähr. Schnäppchen. Ein Schnäppchen. Mehr als 1000 Franken? Ja, ein bisschen mehr als 1000 Franken. Warte, ich zeig's mal von der Seite. Da ist so eine Klappe hinten drin. Du kannst richtig einschlagen. Was sagen denn die Leute, wenn du auf dem Platz stehst und das Ding mal irgendwie frei kämmst und so? Die stehen drumherum oder habt ihr die Kabine noch nicht so lange? Wir haben sie erst seit diesem Jahr im Einsatz. Okay, das glaube ich dir mal. Was ist hier drin? Für die Heizung? Diesel, ja. Für die Heizung. Für die Heizung, okay. Habe ich verstanden. So, ich guck mal gerade hier rum. Das ist die Halterung. Das heißt, das ganze Ding wird hier festgehalten, oder? An den Spanngurten. Spanngurten und hier drunter. Ja. Ich lug mal. Ist direkt auf den Rahmen runtergeschraubt. Okay. Also wirklich professionell. Mein Freund hat das selber zusammengeschweißt, dass es wirklich gut hält. Schläft man auch gut da drin? Ja, sehr gut. Geh mal Probe liegen. Es wackelt aber nicht, oder? Ein bisschen seekrank wird man. So, ich zeig's mal gerade. Hier sind Fensterchen drin an der Seite. Das ist die Toilette. Das ist die Toilette. Ich guck mal gerade runter. In der Schweiz steht man ja sehr gerne mal frei, oder? Das heißt, wandern gehen, Mountainbike fahren, genau. Und so. Genau. Mit Hund und Velo unterwegs, mit dem Fahrrad, Entschuldigung. Die Airline-Schiene, die ist aber ein bisschen mickrig ausgefallen, oder diesmal? Nee, aber ich habe überall. Das kannst du für alles gebrauchen, super. Das war Spaß. Ich guck mal gerade, hier vorne so eine Mini-Airline-Schiene, die draufgeklebt wurde. Das natürlich an allen Seiten. Hier vorne hast du eine NATO-Kupplung, die mit drin ist. Ja. Spannend. Bei meinem Pickup kann man sie nach vorne ziehen und dann beim Fahren die Batterie, wie sagt man, laden. Du kannst es ruhig auf Schweizerdeutsch. Ich kann das übersetzen. Also mit dem Kabel kann man aufs Auto und beim Fahren tut es den Laden. Okay, das heißt, mit dem Kabel kannst du das Auto verbinden. Ja, genau. So, dass du aufladen kannst, genau, und so weiter. Genau, okay, genau. Das war jetzt sehr schwer. So, ich guck mal gerade hier rein. Ich mache mich ja auch normal nicht lustig über irgendwelche Schweizer, aber muss aber sagen. Für mich schon. Nein. Ja, ist schon gut. Denn oder? wenn ich Schweizerdeutsch sprechen müsste, da würden hier alle Leute lachen laut. Da kommt man mal so im Fernsehen und mir wird nur. Was ist das hier, Bottleback? Ist das so ein Thermo-Dings? Ja, ja, das ist Sag das, mal. Das kalt bleibt. Da das kalt bleibt, oder wie? Ja, das kalt bleibt oder warm. Jetzt ist natürlich gut, wenn es kalt bleibt. Das habe ich noch nie gesehen. Und das hält wirklich kalt an, oder? Ja, jetzt ist halt ein bisschen. Aber ist gut, man. Ist wirklich noch frisch. He? So, ich darf dich mal fragen, wo bist du her, aus welchem Kanton? Aargau. Ja. So, da vorne steht auch ein Aargauer übrigens. Ja. Er hat nämlich gesagt, ich muss nämlich neben einem Aargauer stehen, ansonsten bin ich nicht. Orange, das war schon drin in Orange? Ja, das war leider schon drin. Das war wahrscheinlich ein Krankenwagen, oder? Vorher so ein Krankenaufbau? Ja, kann sein. Hm? Hast du ein irre großes Bett? Ja, geh, Probe liegen. Nee, ich darf nicht rein, aber. Warum nein? Du darfst mal rein, wenn du mal kurz mal reingehst. Du bist, wie groß bist du? Meter? 1,60. 1,60, also kompaktes Maß. Die Aargauer, ich sag's ja, da vorne sind sie. Jetzt stell dir mal vor, du wärst jetzt nicht hier auf der Messe, sondern du wärst irgendwo in den Bergen, du könntest rausschauen. Ihr seid sportlich unterwegs? Ja. Ja, schon. Aussicht da.
Aussicht da. Aussicht hier oben. Aussicht da oben. Super. So, du solltest auf jeden Fall irgendwie in Messebetrieb gehen und das hier Ganze. Und wenn du dir mal in den Kopf stößt, du hast also, es geht auch quer, schlafen geht auch ja, bei dir? Bei mir geht das, ja. Oh, so, bei deinem Freund nicht? Nein. So, Lademöglichkeiten ist mit drin. Ja. Ich zeig's mal gerade. Stauraum. Ist ja goldig. So, die Auferkeile habt ihr mit dabei. Ja. Was ist da drin? Stauraumkleider. Klamotten. Überall. Stauraum. So, und das ist eure Trenntoilette. Das sieht aus wie so eine... Boxio. Boxio heißt die? Ja. Ist sie gut? Haben sie gestern neu bekommen. Preis? Nicht. Was hast du bezahlt oder willst du Occasion? Nein. 200. 200 Euro? Aber mit Zubehör. Zeig mal. Darf ich mal sehen? Ja. Ist sie noch nicht benutzt. Noch nicht benutzt. Ganz wäre mir egal. Neu. Ich kann ganz da reingucken. Neu. So. Das heißt, die wird wahrscheinlich heute Abend das erste Mal benutzt. Ja. So. Der Einstreu ist noch nicht drin. So, da vorne kommt das Pipi rein und hinten das Feste. Genau. So, bin ich mal gespannt. Also diese ist die günstigste auf dem Markt. Die günstigste auf dem Markt. Für das gleiche Ding. Es gibt andere, die 300 oder 400 sind. Mhm. Und ich finde da zum Anfang super. Also sie hat gesagt, es gibt andere, die 300 oder 400 Euro kosten. Sie findet die aber super. Ja, also die da, ja. Gut. Kleinhandlich. So, ich zeig's mal gerade. Hier vorne hast du über Stauräume. Ich darf mal aufmachen? Ja. Da ist nichts Böses drin? Nee. Oh. Guck mal, hier ein Herzchen. Oh, wie goldig. Hast du die reingeklebt? Oder? Nein, die sind sie zum Vorbesitzer. Die waren Serie, klar. Vorne Dometic. Mein Gott, sind alle Schweizer so. Du hast doch irgendwas genommen, oder? Das ist doch. Aber ist schon spät abends. Ist schon Bier drin gewesen? Nein. Ganz, ganz locker bist du. Ja. Du hast eben gesagt, du bist ziemlich aufgeregt, wenn die Kamera angeht. Mhm. Ist das jetzt so? Nee. Sehr krass. Nein, überhaupt nicht. Man sieht es. So, komm, wir gehen mal raus. Ach so, hier ist ja noch eine Küche mit drin. Ja, klar. Sag mal. Doppel und Waschbecken. Ja. Gas ist unten drin, die Buddel. Okay. Wir haben sogar einen Boiler für Warmwasser. Sag mal, wo? Da ist der Boiler. Guck mal da. So, alles drin, was man braucht. Mhm. Und das alles auf dem Alex. Stahltank? Stahltank mit die Heizung geht unten durch, dass wenn man... Beheizt? Ja, genau, dass das Wasser nicht einfriert im Winter. Warte, ich zeig mal Boxio. Da vorne steht es auch drauf. Die habt ihr jetzt hier gekauft auf der Messe oder wo? Nein, die haben wir bestellt. Im Internet? Wir mussten lange warten. Wie lange? Ein Tag? Nein, wie lange haben wir müssen warten aufs WC? Ja, Monat zwei. So, ich komme mal raus. Sag mal, wo wird die eigentlich gebaut, die Kabine? Weißt du das? In Russland. In Russland? Mhm. Ja, gutes Thema. So, dann zeige ich es mal gerade. Aber du bist auf jeden Fall happy damit, oder? Mega. Und der Hersteller ist sowas von nett, aufmerksam. Der geht auf deine Wünsche ein. Ich habe ihn persönlich kennengelernt und wirklich super. Super Service. Geocamper. Vom Pavel. Geocamper vom Pavel. Mhm. So, so ist das. So, wir drehen auch heute am 28. Juli 2022. Du bist die? Tamara. Tamara, und das ist dein wunderschönes Auto. Und Tamara hat gesagt, sie will eigentlich Filmstar werden, weil du so sicher vor der Kamera bist. Komm, Tamara, Abmoderation. Wenn du mal gerade die Leute grüßt im Aargau, mach das mal bitte. Schönen Tag noch. Tschüss zusammen. Tschüss, Tamara. Ciao. Scheiße! Gott, nein!